Ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz. 31. Spieltag. BKO BBL, Ratioform Ulm schlägt Alba Berlin mit 91-72. An meiner Linken Head Coach von Alba Berlin, Golden Herbert, mit seinem ersten Statement zum Spiel. First of all, congratulations to Thorsten and Ulm. You know, I thought we played okay for the first 3-4 minutes of the basketball game, and first part of the fourth quarter. Otherwise, Ulm dominated the game. You know, they outplayed us, outcompeted us, outwilled us in every aspect. Give them all the credit. Thank you, Coach. Thorsten, deine Einschätzung des Spiels? Ich bin natürlich extrem glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die Berliner kommen hier mit 12 Siegen in Folge in die Halle und das sorgt natürlich dafür, dass wir extrem großen Respekt vor unserem Gegner haben. Wir haben es geschafft, diesen Respekt in eine extrem konzentrierte Leistung umzuwandeln. Und dass wir es erneut geschafft haben, als Team einen so starken Gegner zu schlagen, macht mich extrem stolz. Ablesbaren 21 Assists. Auch gut ist, dass wir wirklich wenig Fehler uns erlaubt haben. Wir dürfen nicht vergessen, Tommy Mason Griffin fällt derzeit noch aus. Rocky Trice hat heute auf der Aufbauposition wieder aushelfen müssen, hat seinen Job meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Und trotzdem gehen wir nur mit 8 Ballverlusten aus der Partie, obwohl Tommy als wichtiger Faktor fehlt. Wir haben nur in der ersten Halbzeit im Rebound nicht die Leistung gebracht, die ich mir erhofft habe. Ansonsten haben wir aber genau den Gameplan, den wir uns erarbeitet hatten, umgesetzt. Und das auf wirklich beeindruckende Art und Weise. Und wenn man sich Selbstvertrauen über gute Defensivaktionen holt, dann fallen auch teilweise schwierige Würfe im Angriff. Insgesamt eine 54-prozentige Dreierquote ist natürlich beeindruckend. Aber ich fand, wir haben das Spiel gut variiert. Wir haben Inside gescored, Dane mit 21 Punkten, heute eine ganz starke Leistung. Und wir haben uns auch von dieser kleinen Schwächephase im vierten Viertel, Anfang des vierten Viertels, nicht verrückt machen lassen, sondern sind schnell wieder, trotz der drei schnellen Dreier, auf die erfolgversprechende Straße gekommen, die da hieß, wir müssen den Gegner attackieren. Das haben wir insgesamt, denke ich, für 35, 36 Minuten hervorragend gemacht. Und ich kann der Mannschaft nur ein riesengroßes Kompliment aussprechen. Dankeschön. Die Fragen bitte ins Mikrofon. Herr Leibniz, wenn Sie es in Prozent vielleicht ausdrücken müssten, wie viel Prozent Leistungsfähigkeit war das heute und was geht noch nach oben? Vor dem Spiel haben wir uns gesagt, wir möchten eine Leistung bringen, die Playoff-Charakter besitzt. Einfach, weil wir uns auf der Zielgeraden der Hauptrunde befinden und wir vorbereitet sein müssen, wenn es dann heißt, Viertelfinale in den Playoffs. Heute die Leistung unserer Mannschaft, denke ich, war Playoff-würdig. Das war auf jeden Fall deutlich mehr als die letzten zwei Begegnungen. Es ist schön, dass wir uns dann gegen so einen starken Gegner dann auch wirklich diese guten Leistungen rauspicken. Ich kann schwer sagen, wie viel Prozent das insgesamt waren, aber als Trainer ist man nie zufrieden. Ich sehe da durchaus noch Potenzial, dass wir uns noch verbessern. Leibniz, gab es irgendwann noch mal Gedanken, den direkten Vergleich anzugehen? Gab's. Ich habe es nicht bei der Mannschaft angesprochen. Ein uns bekannter Aufbauspieler hat die Mannschaft in der Viertelpause darauf hingewiesen. Mir war es noch etwas zu früh. Ich bin davon ausgegangen, wenn wir die 30-Punkte-Marke knacken, im Verlauf des vierten Viertels, dann würde ich es nochmal ansprechen.
Ich wollte aber nicht zu früh den Fokus ablenken von dem Ziel, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Dass man dann die Möglichkeit hat, sogar noch um den direkten Vergleich zu spielen, ist schön, aber damit konnte man auch nicht rechnen und war mir auch nicht wichtig. Ich hätte es irgendwann angesprochen, wenn wir, was weiß ich, diese 30-Punkte-Marke knacken, aber vorher sah ich keine Notwendigkeit, auch wohl wissend, dass die Berliner auch 25 Punkte in einem Viertel noch aufholen können. Und der Lauf Anfang des vierten Viertels hat das ja auch meiner Meinung nach eindrucksvoll bewiesen. In welcher Viertelpause? Also zwischen dritten und vierten? Das war zwischen dritten und vierten. Ja. Hat das Zitat von Itwihi nochmal eine Rolle gespielt vorm Spiel und war das nochmal so eine zusätzliche Motivation? Die Hauptmotivation haben wir mit Sicherheit daraus generiert, dass wir wieder auf diesen zweiten Platz wollten. Sollte es im Basketball Deutschland Aktive oder Passive geben, die uns nicht zutrauen, dass wir den zweiten Platz auch halten können, dann nehmen wir das zur Kenntnis, aber wir haben so viel eigene Motivation, die daraus entsteht, wir wollen Siege holen, wir wollen als Mannschaft gewinnen, da würde ein solches Zitat nur eine Nebenrolle spielen. Der Per Günther ist im vierten Viertel mal zu Ihnen gekommen und hat, so war der Eindruck, um Auswechslung gebeten. Dann ist er auf die Bank, Sorn ist gekommen und nach einer Minute vielleicht ist er wieder zurückgekommen. Hat er um Auswechslung gebeten? Sie haben das sehr gut beobachtet. Hat er, weil er brauchte eine kurze Verschnaufpause, hat gesagt, gib mir eine halbe Minute, eine Minute. Und das zeigt, mit wie viel Energie, mit wie viel Einsatz der heute wieder gespielt hat. Am Wochenende musste er 35 Minuten gehen. Heute hat er jetzt wieder knapp die 30 gespielt und meiner Meinung nach einen unglaublichen Job gemacht. Vermutlich sein bestes Spiel diese Saison für uns mit 14 Punkten, 7 Assists und nur einem Ballverlust. Es war gut, dass er mir das gesagt hat. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Mir ist es wichtig, dass die Spieler von sich aus kommen, wenn sie eine Pause benötigen. Und dann ist auch klar, dann kommt er auch schnell wieder rein. Ja, die eine Minute hat er bekommen und dann habe ich ihn wieder aufs Feld gebracht, weil er auch extrem wichtig für uns war. War das die Entscheidung um den zweiten Platz? Bei weitem nicht. Die Berliner haben zu Hause Bamberg geschlagen. Warum sollten sie das nicht auch in Bamberg tun? Wir haben drei extrem schwere Partien. Ich halte Oldenburg vom Potenzial her für eine Top-5-Mannschaft. Trier spielt eine sehr unangenehme Verteidigung und die Würzburger sowieso. Also drei sehr schwierige Begegnungen. Wir wollen natürlich den zweiten Platz halten. Es war wichtig, dass wir heute gewonnen haben, sonst wäre der Zug, denke ich, abgefahren. Aber es war vielleicht eine kleine Vorentscheidung, mehr nicht. Weil Sie es angesprochen haben, Sie haben gesagt, noch Potenzial zur Verbesserung. Wo genau sehen Sie da Potenzial noch? Wir sind statistisch gesehen die beste Rebound-Mannschaft. Heute hat aber Berlin einen deutlich besseren Job in dem Bereich gemacht, hat 7 Rebounds mehr geholt. Die sind die zweitbeste. Heute konnte man den Eindruck bekommen, dass die beste sind. Und wir haben uns zu sehr auf unsere Großen verlassen, dass die rebounden. Von den Guards hätte ich mir da mehr Entlastung gewünscht. Und da muss dann letzten Endes noch etwas mehr kommen. So, weitere Fragen? Dem nicht der Fall ist, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Nachhauseweg.